Die Steiermark ist ein Land der hellen Köpfe. Das beweisen auch immer wieder erfolgreich abgeschlossene Projekte verschiedener technischer Schulen. So betraut auch die HTL in Kapfenberg jährlich ihre Schüler der Abschlussklassen mit solchen Herausforderungen. Mit der Übergabe eines geeigneten Projektes ist es allerdings nicht getan. Die wissbegierigen Schüler wollen auch gut betreut werden. Die Projektlehrer bringen Projektvorschläge ein, auch von der Wirtschaft kommen immer wieder Projekte. In dem Fall haben wir von der Höhlenrettung Projektauftrag bekommen, eine Rettungstrage zu entwickeln. Das Prozedere geht über die Schulleitung, an die Schulleitung wird es herangetragen. Wir geben das dann an die Schüler weiter. Die Schüler können sich ein Projekt ihrer Wahl aussuchen und bearbeiten das Projekt dann eben im letzten Schuljahr. Die steirische Höhlenrettung hatte klare Vorstellungen von der neuen Trage. Dass damit der Patient optimal geschützt ist beim Transport in der Höhle, dass die Trage relativ leicht wird, dass die Trage relativ stabil ist. Ja, wir sind mit dem Produkt so zufrieden, dass wir jetzt 10 Tragen für die österreichische Höhlenrettung produzieren lassen. Die Planung und Abwicklung der gestellten Herausforderung wurde von den beiden Schülern natürlich sehr ernst genommen. Das primäre Ziel war, dass eine ausreichende Gewichtsreduktion im Vergleich zur vorherigen Trage erzielt wurde. Und ein weiteres Ziel war es, dass das Handling der Trage verbessert wurde. Okay, wie konnte man diese Gewichtsreduktion erreichen? Die Gewichtsreduktion haben wir durch die Materialwahl erreicht. Dieses Material ist Carbon und dieses Material hat eine sehr hohe Zugfestigkeit. Und deswegen konnte man die Wandstärke reduzieren und so wurde das Gewicht verringert. Der Zeitraum der Fertigung und Entwicklung belief sich von September 2010 bis Juni 2011. Mein Kollege und ich benötigten in etwa 750 Stunden zur Entwicklung der Trage. Okay, wer hat euch dabei unterstützt bei der Entwicklung der Trage? Die Entwicklung wurde unterstützt von unseren Lehrern und gefertigt wurde die Trage mit Hilfe der Firma Seca Technology und das Material wurde durch die Firma SciTech gesponsert. Um diese Ressource für unser Land zu sichern, ist man als Schule natürlich auch auf die Unterstützung der ansässigen Unternehmen angewiesen. Ja, wir machen ja seit Jahren Projekte und Diplomarbeiten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und das ist natürlich eine große Chance für unsere Maturantinnen und Maturanten, die reale Welt der Wirtschaft kennenzulernen und darüber sind wir natürlich sehr glücklich und hoffen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.